Artesisches Wasser ist was Besonderes. Artesisches Wasser tritt in Quellen, aber auch in Bohrungen als Brunnen zur Oberfläche, ohne dass jemand pumpen muss oder mit Eimern an die Oberfläche befördern muss. Es ist ein Wasser, was von alleine sprudelt. Und aus diesem Grunde, weil es alleine sprudelt, steht es unter einem gewissen Druck. Deswegen ist es ein gespanntes Wasser. Und da das Wasser von hohen Bergen in eine Senke oder in eine Ebene hineinfließt über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, reift dieses Wasser. Deswegen ist es ein reifes Wasser. Und lebendiges Wasser ist das Wasser, was die vielen guten Strukturen im Wasser beinhaltet. Es hat Besonderheiten. Als lebendiges Wasser wird es in der Literatur bezeichnet. Und es ist auch lebendiges Wasser, weil es das Leben eigentlich verbessert und in unserem Organismus viele, viele Vorteile hat. Es ist keimfreies Wasser, es ist reines Wasser, es ist sauberes Wasser und es ist kristallines Wasser. Und wir haben heute im Tagesverlauf sehr viel davon gehört über die Eigenschaften des Wassers. Das Wasser ist beeinflussbar, es nimmt Informationen auf. Professor Kröplin hat dort sehr eindrucksvoll das beweisen können und nachgewiesen und eigentlich schon seit vielen Jahren da immer weiter geforscht und immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen. Das Wasser ist fundamental für die Gesundheit. Es ist für unseren Körper ein ganz wichtiges Wasser, hilft Krankheiten heilen und hat auch eine gute Zukunft. Und je optimistischer wir sind, sagen wir, die Zukunft des lebendigen Wassers, des artesischen Quellwassers, ist eigentlich für jedermann gesundheitsfördernd, lebenderhaltend, vielleicht sogar lebensverlängert. Arteserquellen in Deutschland haben Tradition in den Bereichen, in denen dort auch das Wasser gewonnen wird zum Trinken, als Trinkquelle für die Menschen. Und da gibt es ganz markante, neben denen, die ich genannt hatte, Quellen im Kloster St. Josef in der Oberpfalz, Tröstenbachquelle in der Nähe von Pforzheim, die Zellerquelle im oberbayerischen Ruhpolding, Rossbrunnen in der Nähe von Freiburg, die St. Leonardsquelle in St. Leonardspfunzen und die St. Robertusquelle der Wassertrinkerin von Fraßdorp in Weizenreit. Die Eigenschaften von artesischem Wasser, die jetzt ganz wichtig sind im Rahmen der Chemie, der Physik, des Erlebens des Wassers, des Umsetzens des Wassers im Körper, des Geschmacks des Wassers, haben wir heute viel gehört. Und da wissen wir eben, dass dieses reife Wasser rein und klar angereichert mit Energie, viele Informationen aus dem Boden nach oben trägt, kristalline Charaktereigenschaften hat. Auch Mineralstoffe besitzt und diese Mineralstoffe sind nun nicht das Wichtige wie bei den Heilquellen mit den Heilwässern, wo wir eine Heilkur, eine Trinkkur von 4 Wochen, 5 Wochen empfehlen. Ich denke da so an die Aufenthalte von Wolfgang von Goethe in Karlsbad und Marienbad und wie er da seine Leiden, sein Gichtleiden, seine Magen- und Darmleiden mit den Heilquellen dann behandeln konnte, selbstständig behandeln. Die Ärzte sagten, trink das Wasser mal weiter, aber bitte immer nur kurmäßig. Darum ist es so, dass man dann mit diesen Mineralien ein bisschen vorsichtig sein soll und dass vor allem die Clusterstrukturen eine große Rolle spielen. Wir hörten vorhin von den kleinen Clustern, die besonders sinnvoll sind für das Hineinströmen in bestimmte Zellstrukturen zur Aufnahme. Wir wissen, dass die größeren Cluster dann nachher doch, weil sich alles hin und her bewegt in dem Wasser, zu kleineren Clustern sich ändert, sodass hier also eine große Veränderung stattfindet, die in jedem Körper unterschiedlich ist und jedes Wasser die unterschiedliche Clusterstruktur aufweist. Nun noch die Unterschiede zwischen Trink- und Mineralwasser und artesischem Quellwasser. Etwas Wichtiges, was man immer gerne wieder auf den Weg gibt, um herauszuhören, ist denn Mineralwasser gut für mich? Ist das normale Trinkwasser ausreichend für mich? Ist es aber nicht vielleicht doch sehr wichtig, dass ich das artesische Quellwasser dann zu mir nehme?
Also, die Unterschiede bestehen darin. Trink- und Mineralwasser wird gepumpt, aus Flüssen und Seen wird aufbereitet, chloriert, strömt durch Röhren. Das artesische Wasser fließt selbstständig aus großen Höhen herab, ist rein, ist völlig rein, frei von Schadstoffen, frei von den Dingen, die wir einer Zivilisation in das Grundwasser ablassen. Die Schadstoffe wie Nitrate, Pestizide, Medikamente findet man also ausschließlich in Trink- und Mineralwasser. Wenn man sich überlegt, dass 30.000 Tonnen Medikamente jährlich von den Ärzten verschrieben werden und 85% davon auch eingenommen werden, aber dann ausgeschieden werden als Produkte, die ebenfalls schädigen Charakter haben, dann ist das erheblich groß. Und wenn man sich überlegt, dass 25% davon auch noch in die Toilette gekippt werden und in das Abwasser verunreinigen, ist das also eine Todsünde. Trink- und Mineralwasser wird aus der Tiefe gepumpt, fließt mit Druck durch die Rohre. Damit wird es ein totes Wasser. Wir haben kein lebendiges, sondern ein totes Wasser. Und das artesische Quellwasser wirbelt in der Tiefe über das Gestein, hat seinen entsprechenden Druck, wird von der Struktur des Wirbelns gekennzeichnet und hat demzufolge auch eine Molekularstruktur, die bestehen bleibt und die nicht zerstört wird. Diese artesischen Wässer werden nicht zusätzlich behandelt, sie sind naturbelassen und rein, haben eine geringe Mineralisierung, deswegen können sie auch regelmäßig täglich getrunken werden, von unter einem Gramm Mineralgehalt, haben einen sehr hohen elektrischen Widerstand. Warum? Je mehr Mineralien in einem Wasser sind, umso geringer ist der elektrische Widerstand. Und das ist in den artesischen Wässern nicht der Fall, weil die Mineralgehalte so niedrig sind und das ist für die Gesundheit unheimlich notwendig. Ja, und dann wissen wir ja, dass das artesische Wasser wohlschmeckend ist, es erfrischt und wir haben ja im Sensoriktest herausfinden können, welches Wasser für uns besonders geeignet ist. Deswegen dient das artesische Wasser auch der Gesundheit. Es ist im Prinzip das beste Wasser für den menschlichen Körper, weil es adäquat wie die menschlichen Säfte im Körper, wie das menschliche Wasser gestaltet ist.